du mir, dass ich vorher gewusst habe, dass du mich an 10 nehmen würdest? Nein. Natürlich nicht. Ja, warum? Ich jetzt beweise, ich will die 10 gar nicht groß anfassen. Dieses Kartenspiel hat, wir wissen das natürlich, Vorderseiten wie selbstverständlich auch Rückseiten. Die Rückseiten von diesem Kartenspiel sind konsequent in diesem Spiel rot. Wärst du mal verliebt, die Herz 10 einmal umzudrehen? Alle anderen Karten, ja, Moment, ja. Moment. Alle anderen Karten sind ausschließlich rot. Und weil ich wusste, dass du die Herz 10 wählen würdest, habe ich dir als einzige blaue Karte für dich gespielt. Hallo, ich komme dabei. Was ist für Schalke? Ja, Braun-Weiß, klasse. Bist du wirklich Schalker-Fan oder bist du dazu verdonnert worden? Musst du jetzt ja sagen. Ne? Nein, ist nicht. Und, wo habe ich sie? Genau. 1, 2, 3 Münzen. Das Besondere an diesen Münzen ist, die haben so ein Loch in der Mitte, damit man so schön auf das Band aufwedeln kann. Wenn das man das machen könnte, ist das wäre ganz toll. Das kann man ja eher zusammenschneiden. Ja, Intelligenz aber so lange dauert. Das auf einmal eingefädelt. Das ist ein anderes Thema. So. Ja. Ist richtig drauf. Kann man glaube ich sehen, oder? Das heißt, die Münzen haben also keine Chance, das Band zu verlassen, außer über die Enden zu schießen. Ja? Wenn das nicht passiert, wir schieben immer so ein bisschen zusammen. So. Welche Münze ist es am schwierigsten zu befreien? Was glaubst du? Ich schätze mal die in der Mitte. In der Mitte. Mach mal die Hand auf. Ach. Und die Münze raus. Sind die anderen beiden noch richtig drin? Kannst du das mal testen? Ja, die Münze nicht. Die können nicht raus, oder? Nee. Keine Chance. Ne? So, pass auf. Halt einfach mit der anderen Hand mal mit Daumen und Zeigefinger die Münze fest. Ja? Gut festhalten. Ja? Achtung. Auch die Münze ist raus. Ja. Ganz wichtig bei der Sache ist, man darf sich nicht die Augen reiben, weil man sieht ja, das Band läuft ja hier durch die Münze. Wenn man aber einmal an den Augen reibt, sieht man auf einmal, dass das nicht mehr das ist. Ja? Also immer ganz genau hingucken, man sieht hier die Münze, einmal genau gucken und man sieht das Band und die Münze. Ja? Kannst du mal sehen. Ja? So, jetzt brauche ich mal kurz die Münze. So, mach mal die Hand zu. Und dreh sie um, dass ich auf keinen Fall rankomme. Diese beiden Münzen musst du gut festhalten. Hier ist die letzte. Auch die gilt noch verschwinden zu lassen. Das ist richtig aufgefädelt. Kannst du das sehen? Ja? Die kann nicht weg. Seht ihr das? Ja. Damit die Münze wirklich nicht weg kann, schließe ich sie ein, indem ich jetzt das Band hier einmal drumherum wickle. So und so. Halt mal fest. Ja. Einmal pusten. Aber wo ist sie hin? Ganz klar, in der Luft. Man fängt sie, wirft sie in die Hand und jetzt kannst du die Hand nochmal. Die steckt doch unter einer Decke. Ja, hast du toll gemacht. Schön. Ja? Kannst du behalten. Dankeschön. Dankeschön. Zugabe! 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 Oh, es ist der längste Kartentrick der Welt. Alle Karten, die man so kennt. Ja. Wie kommt dein Name nochmal? Christian. Wärst du mal so lieb, von diesen ganzen Karten mal ein ganz beliebiges Kreuz Ass rauszuziehen? Ja. Nicht Kreuz Ass, das war nur Spaß. Eine beliebige Karte natürlich. Kreuz Ass. Obwohl jetzt hier direkt natürlich eine andere Karte liegt. Das machen wir noch mal. Hinter den Tieren noch, wir arbeiten wirklich drüber. Okay. Hier, ihr seht, alle Karten sind unterschiedlich. Sagst du mal, blätter du durch, was du immer mal halt. Ja, nein. Wenn du Englisch kannst, kannst du auch Stoff rufen. Nee, ich darf lieber halt, glaube ich. Ist ja auch besser. Ja. Oder Französisch, kannst du Französisch? Ein bisschen. Ein bisschen. Nein. Soll ich auch schon Stopp sagen? Was heißt das? Arrête! Aber nur ein bisschen Französisch. Ja, ja. Also, Freunde, tut mir leid, okay. Ich dachte, sie muss das können. Gib ihm nochmal deine Zeit. Deine Freunde, tut mir leid. Bist du bereit? Ja. Arrête. Hier? Ja? Ja? Hier ist die Karo 8, da muss man einen aussetzen. Nehmen wir die davor, die wir schon wieder.
Hier ist das Kreuz Ass, Stapel drauf. Das macht mal eine magische Bewegung, wo das Kartenspiel ist, ja? Wow. Und deine Karte ist mir mal gekommen. Hab ich gemacht, ne? So. Das ist, das ist ganz einfach. Wollt ihr wissen, wie das geht? Nö. Ich hab einen Trick. Echt? Den verrate ich sogar. Man legt eine Musterkarte hin. In meinem Fall ist es das Dickers. Kreuz. So, lässt jetzt das Kartenspiel durch. Nimmt irgendeine andere Karte, wie zum Beispiel. Ja, die hat man da schon. Herz 7. Ja. Herz 7 nehme ich. Reib es über das Ass. Wenn man lang genug reibt, hast du noch ein Ass. Das alles. Das geht mit jeder Karte. Deswegen nehme ich jetzt das gesamte. Deswegen gewinnt Christian auch immer beim Doppelkopf. Ja. Ich schreibe jetzt alle Karten. Ich schreibe jetzt alle Karten intensiv an den Kreuz Ass. Was glaubt ihr, was ist jetzt passiert? Alles Kreuz Ass? Kann das sein? Nee, nein. Blödsinn. Manchmal wird das Unmögliche möglich, dann haben wir nur noch Kreuz Asse. Müssen auf die Karten. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Aber erstmal haben wir nur Kreuz Asse. Eine Karte darf sich nicht verwandeln, weil das ist dann die sogenannte Rettungskarte. Weil das Problem ist jetzt, guck mal genau hin, das habe ich hier die ganzen Asse, ja, aber damit kann man nicht mehr Karten spielen. Deswegen lässt man sich eine Karte übrig, in dem Fall ist die Dame, die kommt nach vorne, ja, einmal pusten, aber trocken. Die ganzen Asse fliegen weg und das ganze Kartenspiel ist wieder komplett gerettet. So geht es. Wenn du einen Ass brauchst, ne, einmal dran ziehen, hast du immer einen Ass, hast du keinen Verrat. Zugabe! Ein Applaus! Na klar, kannst du ihnen eigentlich die Beine wegzaubern? Die Hose müssen rein. Haben wir Zocker unter euch? Also, du bist Doppelkopf, hab ich gehört. Mein Name. Wette auf alles. Ja, Stefan. Du wettest auf alles. Ein Herzkönig. Noch ein Herzkönig. Eine 3 und noch ein Herzkönig. Insgesamt also 4 Karten. Weil es ein schwieriges Spiel ist, fangen wir erstmal nur mit 3 Karten an. In der Mitte ist die 3 und außen sind die Herzkönige. Das heißt, die 3 gewinnt, die Könige verlieren. Ganz einfach wissen. Wir fangen erstmal an mit der Proberunde, weil wie gesagt, das ist ein sehr schwieriges Spiel. Sehen wir oben von hinten sind die Karten alle blau. Kann man gut erkennen. Schieb die Karten zusammen und zähle sie locker 1, 2, 3 auf den Tisch. Wie gesagt, Proberunde. Die meisten Leute wären sich jetzt sehr, sehr sicher, dass die oberste Karte ein König ist. Könnt ihr so weit folgen? Ja. Ne? Guck mal nach. Selbstverständlich ist das auch der Fall. Die meisten würden genauso glauben, dass die untere Karte auch ein König ist. Auch das würde man auch glauben. Natürlich. Ja. Und jetzt würden viele Leute einen hohen Geldbetrag darauf wetten, dass das hier die 3 ist. Das sollten sie keinesfalls tun, nicht bei mir, weil das ist natürlich auch der König. Die 3 ist selbstverständlich hier oben angekommen. Das war die Proberunde. Jetzt bist du dran, ja? Hier ist die 3. Die 3 kommt auf diese Hand. Die anderen Karten kommen locker oben drauf. Einfache Frage. Wo ist die 3? Unten. Es ist ein sehr schnelles Spiel. Ist schon längst hier oben angekommen. Okay, zweite Chance. Stopp, ich spiele gegen nichts. Eben hast du doch gesagt, du wettest auf alles. Doppelt oder nichts, ja, guck mal hier. Die 3 ist jetzt hier. Kommt unten runter. Ja? Wo ist die 3? Ich hätte wieder oben. Natürlich unten runter. Wieder. Erst wenn man eine Hilfe hat, das war nochmal diese magische Geschichte von eben. Ja, erst dann springt die 3 selbstverständlich nach oben. Ja. Die 3 kommt jetzt mal aus dem Spiel und steckt sie mal hier so in die Tasche. Oder probier mal, ob man sie sehen kann. Wenn das die 3 wirklich gewesen sein sollte, dann müssten ja diese 3 Karten theoretisch Könige sein. Ja. König 1, König 2 und König 3. Wo ist also logischerweise die 3?
gleich. So. Natascha. Natürlich. Natascha. Ja, ey, du hast gewonnen. Ja, das war also letztens schon okay. So, was? Die drei kommen auf die Hand. Mal drauf und die anderen Karten locker oben drüber. Wo ist die drei? Hobel. Natürlich Oma. Aber oh, die magische Bewegung. Ja, erst dann ist sie natürlich wieder hoch. So, letzte Frage. Letzte Frage. Diese Karte, Gustav. Ja, natürlich. So, müssen wir sie noch einmal durch. Diese Karte, welche immer sie noch sein mag, kommt aus dem Spiel. Wenn ihr mir jetzt sagen könnt, wo die 3 ist, habt ihr gewonnen. Christian. Ja? Was meinst du? In der Jacke. Ich sag die linke von dir. Die hier. Du sagst die Jacke. Was sagst du? Sag die mittlere. Ja, war das denn überhaupt? Und auch da haben wir nicht gewonnen. Alles Könige. Du sagst, es sind alles Könige. Ja, sicher. Das ist auch eine Meinung. Ja, sicher. Ja. Und jetzt du noch zum Schluss? Die Mitte hatten wir noch nicht. Die Mitte hatten wir noch nicht. Also hier oben ist leider schon wieder falsch. Ja? Ja, was? Aber du hast jetzt die hier gehabt. Ja, ja, wo liegt sie? Als zukünftiger Bräutigam hat er natürlich gewonnen. Ah, natürlich. Aber es war ja auch keine Kunst. Ich habe auch nur 3 Jahre da. Ist auch ganz easy. Du kannst die Karten anbieten, das sind wirklich nur diese schönen 4 Karten. Schau dir die mal an. Wo ich hier mal weitergehe, um das Spiel, das ist die Slate, was ich kann. Dann habe ich jetzt noch ein 20. Tabu-Stück aus Mexiko. Und der amerikanische Halbdollar mit John F. Kennedy drauf. 50 US-Cent. Ruhig mal an, auch mal das weitergehen. Fühlt sich jetzt alles so was gut an? Ja. Ah ja, ruhig mal austauschen. Kannst du den Namen noch sehen? Ja. Wir müssen uns einfach nur merken, wo die Münzen herkommen. In dem Fall also haben wir einmal China, Mexiko und Amerika. Ich schließe die Hand, drehe sie um, nehme nur die amerikanische Münze und einzige heraus. Diese kommt in die Hosentasche. Einfache, leichte Einstiegsfrage. Was ist noch in der rechten Hand? China. Ich bin schon raus, ich kann nicht mehr. China und Mexiko, ja. Oh. Ja. Klar, geht ja gar nicht anders. Dieses Amerika muss ja so sein. Ja? Ja. Das geht nicht anders, sonst wäre es doch Zauberei. Aber es ist so einfach, es geht mal ein bisschen Gas. Jetzt müsst ihr ganz besonders aufpassen. Auch gut, jetzt haben wir noch Platz von hier. China, Mexiko, Amerika. Ich schließe die Hand, drehe sie um, hier ist nichts drin. Nimm die anderen beiden raus. China und Mexiko. Könnt ihr gut sehen? Auch da hinten passiert? Diese beiden kommen jetzt in die Hosentasche. Was habe ich denn jetzt in der Hand? Amerika. Amerika. Auch logisch. Aber ich kann ja zaubern, deswegen habe ich hier China. Mexiko, Amerika ist da. Wollt ihr wissen, wie das geht? Ja, klar. Ich habe einen Trick. Echt? Nein, ich kann es wirklich erklären. Ich habe hier 3 Münzen in der Hand, aber ihr alle, ihr habt nur 2 Augen. Ihr könnt ja gar nicht alle 3 Münzen gleichzeitig im Auge behalten. Da fehlt euch ein Auge. So, jetzt bringen wir uns gleich auf. Ne? Besser, ich mache es euch so einfach, wie es geht. Diese beiden Münzen hier, China und Mexiko, die vergessen wir einfach. Die kommen weg. Ja, kann man auch hören. Jetzt habt ihr also 2 Augen für nur eine einzige Münze. Das ist fair. Ja, ich habe 1,5 Promille. Das ist okay. Okay. Ganz langsam, Achtung. 1, 2. Wo ist jetzt Amerika? Hier? Sehr logisch, aber eigentlich ist da. Wer war denn noch? Da. Er ist da. Egal, was du sagst, das ist so falsch. Hab ich nicht. Nee, auch nicht. Du sagst hier. Ja, da. Aber ich hab dich doch gerade darüber gepustet. Kannst du nicht. Kann ich nicht? Ich glaub schon. Und was hier drin? Auch. Auch Amerika. Mexiko und China. Natürlich Mexiko und China. Ja, gut. Ja. Kannst du auch Euro in den Taschen verwandeln? Oh. Einmal haben wir. Wasser im Wein.
Ich habe keine Löcher in den Händen, aber. Und meine Haare noch nicht lang genug. Kannst du deinen Assistenten in einen Bunny verwandeln? In einen Bunny. Bunny. Ich glaube, das wird schwierig. Wollen wir hier mal eine Menge Trinkgeld haben? Boah, kann ich zur Arbeit. So. Letztes Mal. Wer hat den Zauberer verärgert? Wirklich nichts. Ja. China, Mexiko, Amerika. Zum letzten Mal schließe ich die Hand. Hab hier immer noch nichts drin. Nimm zum letzten Mal nur die amerikanische Münze aus. Kannst du sehen? Da ist wirklich nichts drunter. Sorry, guck mal, ist da was drunter? Nein. Ja. Zum letzten Mal geht die Münze. Du hast doch so komische Finger. Das sind ich hab magische Finger. Allerletzte Frage. Ich meine, ich hier. Was ist noch in dieser Hand? Die beiden anderen. Und wie viel würdest du jetzt darauf wenden? Nix, nicht. Ja. So viel zum Thema. Euro. Free win. Da kommt das Gute, ich hab eh gewonnen. Wie alle will auch wieder. Ihr dürft die Münze in der Hand halten, da ist wirklich nichts dran. Ja. 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 Danke euch. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja, wenn ihr mal irgendwann Bock habt auf mehr Zauberei, hier noch eine Karte von mir. Wenn ihr mal eine Beerdigung habt oder auch mal heiratet, dann hilft das. Und der lebt noch. Ob besoffen, ob nicht, dann nicht wieder.